Aber das, was da drin steht, hatte ich eigentlich schon gemacht, nur habe ich wahrscheinlich was übersehen. Da kommt der nächste. Genau, hier sind wir auch richtig. Nochmal in den Aufenthaltsraum. So, jetzt reden wir nochmal mit dem Aluman. Da bin ich wieder. Was für... Tja. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur wie die beiden Seiten einer. Sei weder drinnen noch draußen. Sei einfach. Das bringt gar nichts. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den... Warum tust du das? Irgendwer muss es. Man kann ja nicht einfach... Am Ende steht noch das Ganze... Das hatten wir alles. Wer wohnt in... Du meinst König... Ein Interess. Er wurde vom Blitz getroffen und hat sein... Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall... Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Oh, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Nicht? Sag schon, sag schon, sag schon. Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Ja, wir haben ja zwei zur Wahl. Hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Yep. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Haben wir dabei natürlich. Moment. Sprechen wir über... Ich muss langsam... Pass. So, den besseren Kleiderbügel. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Yay. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. War denn das jetzt nochmal? Ach ja, genau. Einmal bitte hier lang. Hallo, da rein. So, geht doch. Then go to the wish lift. Yeah. De-de-de-de. Tralala und tralali. Dieses Spiel ist so i. Naja, nicht wirklich. Es ist da kommt der nächste. Nächster Ausgang. So, ach, nein, verdammt, ich muss hier nochmal rein. Und los geht's. Plopp. Tralala, tralala, tralalala. Da kommt der nächste auf. Yep. Runter und wieder hoch. So. Hier hoch. Dann hier lang. Dann, ah ja, genau, dann hier hoch und dann, hallo, nicht hinter der Treppe verstecken. Zopp, zopp. Da ist er, uah. Ah, Edna, endlich. Ja. Dann kann's ja losgehen. Ja. Yeah, Schocktherapie. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Was? Ich würde es lieber auf später verschieben. Ich... Zu spät. Ah, okay, gut. Harvey hat auch ein Skelett, ich wusste ich gar nicht. Na, das war ja was. Okay. Bin ich mal gespannt.
Das Spiel wird ja immer lustiger. So, und jetzt geht's ab jetzt ohne Lösung. Geht's ab jetzt, ja. Muss ja zu schaffen sein. Ich meine, das war jetzt auch nicht so schwer. Hätte man auch drauf kommen können. Das sieht gefährlich. Ja. Komm, Ednalein. Ab dafür und los geht's. Da kommt der nächste. Na, endlich. So, Adrian, du hast ausgespielt. Ullala, ullala. Plop, 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 plop. Adrian! So, wie bist du bereit? Ja, ich will es noch einmal versuchen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm oder zieh. Kopf. Kopf. Meine Träume. Es ist Kopf. Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Ja, so ähnlich. Wir werden es niemals herausfinden. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte? Halt! Hallo? Nicht so schnell. Doch. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Aber... Ich tippe auf Zahl. Moment, das... Tja, Zahl. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Pech gehabt. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Ja. Ich will es noch einmal versuchen. Nehmen wir diesmal Zahl. So, Skop. Köpfe, Zahl. Zahl. Tatsächlich. Jetzt ich. Ich tippe auf. Kopf. Und jetzt kommt natürlich wieder Kopf. Ja. Kopf. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Noch ein Versuch. Das darf doch nicht. Alle guten Dinge sind drei. Ah, warte mal. Wie machst du das, dass du ständig gewinnst? Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Gabe. Ja. Alles begann an diesem Tag. Ich kann mich nur vage erinnern. Ich reparierte gerade den Blitzableiter auf unserem Dach. Oh. Es gewitterte schrecklich. Und die Eisenrüstung, die ich trug, zwickte unangenehm. Im Schritt. Immer wenn ich das Schild... auf dem in großen Buchstaben "Ich verspotte dich, Tor" stand, von einer Hand in die andere wechselte. Dann erinnere ich Tor. Mich nur noch an einen hellen Lichtblitz. Tor. Was genau er war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Der hat gerade was von Tor gesagt. Das erinnert mich an irgendwas, aber ich probiere es erstmal noch ein drittes Mal. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Nehmen wir nochmal Kopf. Tatsächlich, jetzt ich tippe. Zahl, jetzt kommt Zahl. Tja, das okay. Heißt. Nein. Ich ziehe. Okay. Tor. Wo war das mit diesem Tor? Verdammt. Geh mal nochmal zurück. Ich verspotte dich, Tor. Da stand auf dem Schild drauf. Schild. Da kommt der nächste Ausgang. Dich, Tor. So. Und los geht's. Das ist ja sehr merkwürdig. Das ist ganz merkwürdig alles. Ah.
Da kommt der nächste Ausgang. Ja, ja. So, wieder hoch. Gucken wir mal. Flutsch. Ups, flutsch. Eieiei. De. Ist der noch hier? Oh, der ist noch hier. Reden wir mit dem nochmal. Hallo, Alu, alte Rinde. Oh, hallo, Edna. Glaubst du, es hat funktioniert? Glaubst du, ich kann jetzt hell sehen? Probieren wir es doch aus. Okay. An was denke ich gerade? Zuckerrohrplantage, Europäische Raumfahrtbehörde, Parallelogramm. Hallo Dri und Kutscher, die erste Zahnspange, Bodenfrost, an den Indianer aus Moby Dick. Du denkst an eine Zuckerrohrplantage. Fast. Das ist nah genug dran. Okay. Hallo Alu, soll ich jetzt hier alles nur? Na gut. Du denkst an die. Hallo. Probier an. Parallelogramm. Du denkst an ein Parallelogramm. Das ist mir zu wenig. Hallo Alu, alte Rinde. Oh. Glaub. Probier an. Du denkst an die Worte Hallo Dri und Kutscher. Das ist kein Möbel. Verdammt nochmal. Hallo Alu. Prob an. Zahnspange. Du denkst an deine Erde. Ich glaube. Hallo Alu. Glaub. Prob an. Das wird nix. Hallo. An. Bodenfrost. Oh. Geht gar nicht. Du denkst an den Indianer aus Moby Dick. Moby Dick. Hallo Alu, Alter. Warum funktioniert denn der Bodenfrost nicht? Ich nutze meine Freunde nicht aus. Das ist mein neuer. Er gab mir einen Kleiderbügel. Das ist kein Möbel. Das ist der Doc. Ja, das bringt uns ja überhaupt nichts. Ja, wie komme ich nochmal auf Tor? Verdammt nochmal. Nee. Das ist doch zum Aus der Haut fahren. Ja. Darum. Da wären. Was denn? Was war denn das hier eigentlich nochmal? Ah, nee. Mit Tor. Wo war das mit diesem Tor? Ach, so konnte ich mich beim Alu-Mann nennen. Ich bin. Ja, ich. Erzählen Sie das. Tja. Im Keller kommen wir zu. Was für eine Farbe hätten. Hatten wir auch alles schon durch. Blau, bla, die sollten jetzt gehen. Ha, wer braucht die? Mir fällt nichts mehr ein. Besteckschrank, Spüle, Topf, Tür, Speiseplan. Nanu? Die sind ja Sachen, die. Nanu? Sachen? Das ist doch. Nein! Bei dem drücke ich. Na, hat man auch schon. Erinnert dich dieser. Aber klar. Das ist doch. Ach. Verdammt. Messer, Gabel, Schere, Licht, Ecken. Es besteht ein. Polo spielt man zu Pferd. Soll ich dir ein Tattoo malen? Oh ja. Kannst du mir ein Chinesisch. Leider, dein Rücken ist.